Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es mal wieder um einen vermissten Fall aus den USA, einem Cold Case aus dem Jahr 1990. Das Opfer ist Paige Renkowski. Paige Renkowski verließ ihr Haus in DeWitt Township, Michigan am Morgen des 24. Mai 1990 und machte sich auf den Weg zum Haus ihrer Mutter im nahegelegenen Okemos, Michigan. Ihre Mutter Ardis wollte nach Atlanta fliegen, um das Memorial Day-Wochenende mit einer von Pages Schwestern zu verbringen. Und Paige hatte sich bereit erklärt, sie am Detroit Metropolitan Airport abzusetzen. Die Fahrt dauerte etwa 90 Minuten und Paige verbrachte die meiste Zeit damit, ihre Mutter aufgeregt von den Plänen für ihre Hochzeit im November zu erzählen. Es war etwa 11.30 Uhr, als sie am Flughafen ankam und sich verabschiedete. Als Ardis ihre Tochter wegfahren sah, ahnte sie nicht, dass sie sie nie wiedersehen würde. Paige Verlobter Steve D. Prebender war der Erste, der merkte, dass etwas nicht stimmte. Er hatte erwartet, seine 30-jährige zukünftige Braut an diesem Nachmittag bei seinem Softballspiel zu sehen, aber sie war nicht da. In der gemeinsamen Wohnung des Paares gab es keine Spur von ihr und auch im Haus ihrer Mutter meldete sich niemand. Es war äußerst untypisch für Paige, keinen Kontakt zu ihren Lieben zu haben. Und Steve wurde immer verzweifelter, je mehr Zeit verging, ohne dass er etwas von ihr hörte. Schließlich beschloss er, zum Haus ihrer Mutter zu fahren, um nachzusehen, ob sie dort war. Paige' kleiner roter Sportwagen war vor dem Haus ihrer Mutter geparkt. Aber das Haus war dunkel und still. Und niemand antwortete auf Steves wiederholtes Klopfen an der Haustür. Aus Sorge, dass seiner Verlobten etwas zugestoßen sein könnte, beschloss Steve schließlich in das Haus einzubrechen. Aber es war niemand im Haus. Aber das Licht des Anrufbeantworters blinkte. In der Hoffnung, es könnte eine Nachricht von Paige sein, drückte Steve auf die Abspieltaste. Er war dann schockiert über das, was er hörte. Die Nachricht war vom Livingston County Sheriff's Department. Sie hatten Ardis Auto, ein Oldsmobile Cutglass Calais, am Rande der Interstate 96 nahe der Ausfahrt Fowlerville, Michigan gefunden. Da sie davon ausgingen, dass der Wagen verlassen worden war, ließen sie ihn auf den Hof des Sheriffs abschleppen und riefen dort an, um Ardis mitzuteilen, dass er dort stand, damit sie ihn abholen konnte. Steve erkannte sofort, dass Paige beschlossen haben musste, mit dem Auto ihrer Mutter zum Flughafen zu fahren, das viel geräumiger war als ihr kleiner Sportwagen. Er war sich sicher, dass sie das Auto niemals freiwillig am Straßenrand stehen gelassen hätte. Wenn das Auto ohne Paige gefunden worden war, musste etwas ganz und gar nicht stimmen. Nachdem Ardis in Atlanta angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, was los war, rief Steve die Polizei an und meldete Paige als vermisst. Ardis und ihre Tochter Michelle erkannten sofort, dass die Lage ernst war und wollten so schnell wie möglich nach Michigan zurückkehren. Es war jedoch der Beginn des Memorial Day Wochenendes und sie konnten keine verfügbaren Flüge finden. Glücklicherweise konnte Paige Schwester Tammy, die in Chicago lebte, ihren Chef dazu bringen, sein Privatflugzeug nach Atlanta zu schicken, um Ardis und Michelle abzuholen. Bald war die gesamte Familie in Okemos versammelt, entschlossen, Paige zu finden. Paige war die zweite von vier Töchtern von Carl und Ardis Renkowski. Sie und ihre Schwestern hatten ihre frühen Kindheitsjahre in Hazlett, Michigan verbracht. Paige war in der Mittelstufe, als die Familie nach Okemos zog. Ardis beschrieb Paige als den Familienclown, der die Leute immer zum Lachen bringen konnte. Sie hatte ein Lächeln, das einen Raum zum Leuchten brachte. Und eine freundliche Persönlichkeit, die dafür sorgte, dass sie immer viele Freunde hatte. Als Teenager hatte Paige ein wenig gemodelt, aber ihre erste Liebe waren immer die Kinder gewesen. Sie war als Babysitterin in der Nachbarschaft bekannt und sprach oft davon, dass sie irgendwann heiraten und eine Familie gründen wollte. Sie hatte einen Abschluss in frühkindlicher Erziehung gemacht und arbeitete als Aushilfslehrerin im Educational Child Care Center in Lansing. Paige hatte Steve 1988 kennengelernt und wusste sofort, dass er der Mann war, den sie heiraten wollte. Nachdem sie sich Anfang 1990 verlobt hatten, zogen sie in sein Haus in DeWitt Township ein. Und sie planten eine Hochzeit im November. Paige hatte die Absicht, nach ihrer Heirat eine Kindertagesstätte in dem Haus zu betreiben und hatte bereits damit begonnen,
die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Ihre Mutter erzählte den Ermittlern, dass Paige sich sehr auf ihre Zukunft gefreut habe und niemals freiwillig verschwunden wäre. Nach einem Gespräch mit Alice erfuhr die Polizei, dass Paige sich am Donnerstagnachmittag mit einer Freundin in Canton Township treffen wollte. Die Freundin bestätigte, dass Paige etwa eine halbe Stunde, nachdem sie ihre Mutter am Flughafen abgesetzt hatte, bei ihr zu Hause angekommen war. Die beiden hatten den Nachmittag mit den beiden Kindern der Freundin im Griffin Park verbracht. Paige hatte Canton Township gegen 14.20 Uhr verlassen, um nach Hause zu fahren. Ein Mann, der auf der Interstate 96 unterwegs war, sah Paiges Auto zum ersten Mal gegen 15.30 Uhr auf dem Seitenstreifen stehen. Er dachte sich nichts dabei, bis er um 20 Uhr erneut durch die Gegend fuhr und sah, dass sich das Auto nicht bewegt hatte. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, die Polizei anzurufen, um sie über das scheinbar verlassene Fahrzeug zu informieren. Ein Polizeibeamter traf ein, um das Fahrzeug zu überprüfen und stellte fest, dass der Motor lief und die Scheinwerfer eingeschaltet waren. Da das Auto seit mindestens 5 Stunden an der gleichen Stelle stand, wurde beschlossen, es zum Gelände des Sheriffs abschleppen zu lassen. Leider wurde das Gebiet, in dem das Auto gefunden wurde, zu diesem Zeitpunkt nicht abgesucht. Nachdem Paige als vermisst gemeldet worden war, erkannten die Ermittler, dass das Oldsmobile ein möglicher Tatort war und fuhren zum Gelände, um das Auto zu sichern. Darin fanden sie Paige Handtasche, ihre Brieftasche, ihren Ausweis und ihr Geld. Alles schien unangetastet zu sein. Seltsamerweise wurden die weißen Turnschuhe, die sie getragen hatte, teilweise unter dem Fahrersitz gefunden, als hätte sie sie während der Fahrt ausgezogen und aus dem Weg geschoben. Im Auto wurde auch eine teilweise konsumierte Bierflasche gefunden. Die Ermittler erfuhren, dass Paige kurz nach dem Verlassen des Hauses ihrer Freundin im Cracker Barrel Party Store in Canton Township vorbeigekommen war. Der Verkäufer erinnerte sich, dass er Paige gegen 14.30 Uhr bedient hat. Sie hatte eine einzelne 40 Unzen Flasche Miller Lite Bier gekauft. Der Verkäufer erinnerte sich an den Kauf, weil er Paige mit dem Ausweis kontrolliert hatte und feststellte, dass sie viel jünger aussah, als sie tatsächlich war. Außerdem trug sie eine sehr auffällige Halskette und der Verkäufer sagte, dass ihm diese sehr gefiel. Nachdem Paige das Geschäft verlassen hatte, gingen die Ermittler davon aus, dass sie auf der Interstate 96 in Richtung Okemos fuhr, als etwas oder jemand sie dazu brachte, am Straßenrand anzuhalten. Die Ermittler stellten fest, dass an dem Oldsmobile kein mechanischer Schaden vorlag, als er gefunden wurde. Der Wagen war in einem einwandfreien Zustand und hatte noch genug Benzin im Tank. Es gab keine Dellen oder Spuren am Auto, die auf einen Unfall schließen ließen. Die Ermittler suchten die Straße in der Nähe der Stelle ab, an der Paige Auto abgestellt worden war, fanden aber nichts, was auf einen Kampf hätte hindeuten können. Die Ermittler glaubten nicht, dass Paige freiwillig aus dem Auto gestiegen wäre, ohne ihre Schuhe und ihre Handtasche mitzunehmen, konnten aber keine Anzeichen für ein Verbrechen finden. Der Sheriff von Livingston County stellte fest, dass es so aussah, als sei Paige einfach in ein schwarzes Loch gefallen und spurlos verschwunden. Für Paige's Familie hatte es oberste Priorität, die Leben zu finden. Das Haus von Ades wurde zu einer behelfsmäßigen Kommandozentrale für die Suche umfunktioniert und Dutzende von Nachbarn kamen vorbei, um hier ihre Hilfe anzubieten. Um Paige's Verschwinden bekannt zu machen, druckte die Familie tausende von Flugblättern und verteilte sie in der ganzen Gegend. Sie wussten, dass der Verkehr auf der Interstate 96 an jenem Donnerstag wegen des bevorstehenden Feiertagswochenendes sehr stark war und sie richteten mehrere öffentliche Aufrufe an Autofahrer, die etwas gesehen haben könnten, sich mit Informationen an die Ermittler zu wenden. Im Laufe der nächsten Woche riefen etwa ein Dutzend Personen bei der Polizei an und berichteten, dass sie Paige an jenem Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Nähe ihres Oldsmobiles auf der Interstate 96 gesehen haben. Diesen Zeugen zufolge fuhr ein dunkelroter oder kastanienbrauner Minivan hinter Paige her und sie unterhielt sich mit einem schwarzen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren, der Fahrer des Vans gewesen zu sein schien. Er war gepflegt, von mittlerer Statur und etwa 1,80 Meter groß. Einige der Personen glaubten, dass sich eine zweite männliche Person in dem Lieferwagen befunden hatte, konnten den Ermittlern jedoch keine Beschreibung geben. Keiner der Zeugen sah irgendeinen Kampf zwischen Paige und diesem Mann.
noch sah jemand, wie sie in den Wellen stieg. Im Laufe der Ermittlungen erhielten die Ermittler verschiedene Berichte von Autofahrern, die glaubten, Page an diesem Tag gesehen zu haben. Mindestens eine Person behauptete, Page auf der I-96 rasen gesehen zu haben, während ein anderes Auto ihr zu folgen schien. Während ein anderer behauptete, er habe sie am Straßenrand mit einem Mann sprechen sehen, der sie am Ellenbogen zu seinem Fahrzeug führte. Wieder ein anderer glaubte zu sehen, wie Page ihre Arme in die Luft warf, während sie mit einem Mann sprach, der dann seine Hand auf ihre Schulter legte. Aber keiner dieser Berichte konnte bestätigt werden. Familienmitglieder sagten aus, sie glaubten nicht, dass Page jemanden kannte, auf den die Beschreibung dieses Mannes zutraf oder der einen roten Minivan fuhr, und sie betonten, dass Page nie freiwillig für jemanden angehalten hätte, den sie nicht kannte. Eine Nachbarin erinnerte sich daran, dass Page, als sie auf ihre Töchter aufpasste, ihnen beibrachte, niemals zu einem Fremden ins Auto zu steigen. Freunde fragten sich, ob Page vielleicht von jemandem angehalten wurde, der sie als Polizeibeamter ausgab. Aber die Ermittler fanden auch hier keine Beweise, die diesen Gedanken stützten oder verwarfen. Da sie nicht zu Hause sitzen konnten, während Page immer noch vermisst wurde, verbrachte Steve und einige seiner Freunde Stunden damit, am Straßenrand der Interstate 96 zu parken und sorgfältig die Nummernschilder jedes dunkelroten oder kastanienbraunen Minivans zu notieren, der an ihnen vorbeifuhr. Sie gaben ihre Ergebnisse an die Kriminalpolizei weiter, die jedem Van nachging, aber keinen von ihnen mit Pages Verschwinden in Verbindung bringen konnten. Am Dienstag nach Pages Verschwinden durchkämmten 9 Spürhundeteams ein 500 Hektar großes Gebiet rund um den Fundort ihres Autos, während ein Polizeihubschrauber das Gebiet von oben absuchte. Die Suche verlief ergebnislos und die Trauer um die vermisste Page machte sich bei ihren Angehörigen bemerkbar. Nach der Nachricht von der erfolglosen Suche erlitt ihr Vater Carl einen Krampfanfall und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, während ein anderer engerer Freund in Ohnmacht fiel. In dem verzweifelten Bemühen, Pages Verschwinden in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, weiteten ihre Freunde und Familienangehörigen ihre Suchbemühungen aus. Aus Sorge, Page könnte versuchen, zu Hause anzurufen und dann ein Besetzzeichen zu erhalten, wurde eine zweite Telefonleitung eingerichtet, um die vielen Anrufe bei Aris zu bewältigen. Dutzende von Menschen, die die Familie noch nicht einmal kannten, meldeten sich freiwillig, um beim Verteilen von Plakaten zu helfen. Und am Ende der Woche war Pages Gesicht in ganz Michigan, Ohio, Indiana und Minnesota zu sehen. Die Familie kündigte an, dass sie eine Belohnung in Höhe von $6,000 für Hinweise ausloben würde, die zur sicheren Rückkehr von Page führen. Und es gingen zahlreiche Hinweise ein. Insgesamt waren 12 verschiedene Behörden, darunter das FBI, an den Ermittlungen beteiligt. In den ersten Wochen gingen sie mehr als 300 möglichen Hinweisen nach. 2 Zeugen wurden hypnotisiert, um herauszufinden, ob sie sich an zusätzliche Informationen erinnern konnten, die bei der Identifizierung des kastanienbraunen Minivans helfen können. Und die Familie von Page konsultierte sogar eine Hellseherin, um herauszufinden, ob sie helfen könnte. Leider führten all diese Bemühungen die Ermittler nicht näher an Page heran. 10 Tage nach dem Verschwinden von Page wurde die Belohnung für Hinweise auf $25,000 erhöht. Die Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene gingen weiterhin jedem Hinweis nach. Aber die Zahl der Anrufe begann zu sinken und die Ermittler gaben zu, dass sie nicht in der Lage gewesen waren, eine solide Spur zu finden. Obwohl die Ermittler öffentlich erklärten, dass sie immer noch hofften, Page würde irgendwo auftauchen, gaben sie insgeheim zu, dass die Chance, dass sie noch am Leben war, gering war. Um den Fall am Leben zu erhalten, spendete eine Werbefirma aus Lansing 20 Plakatwände, damit Page Vermisstenanzeige und die Informationen über die Belohnung an den wichtigsten Autobahnen in Detroit, Lansing, Ann Arbor und Flint angebracht werden konnten. Die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit führte zu Dutzenden von Hinweisen, aber keine von ihnen half, Page zu finden. Im Juli erhielten mehr als 1000 Kirchen in ganz Michigan einen besonderen Gottesdienst für Page ab und beteten, dass sie sicher gefunden würde. Während Tausende von Menschen für Page beteten, gaben die Ermittler zu, dass keine neuen Hinweise eingingen und sie immer noch rätselten, was mit der vermissten Frau geschehen war. Ende August begannen 3 Kinos in Lansing und Umgebung damit,
vor jedem Film Pages Foto und Informationen über die Belohnung zu zeigen. 19 Kinos in Detroit folgten diesem Beispiel bald. Es war das erste Mal, dass die Kinos so etwas taten und die Behörden hofften, dass die breite Öffentlichkeitsarbeit zu neuen Informationen führen würde. Der Fall erhielt im Oktober einen dringend benötigten Auftrieb, als er in der landesweiten Fernsehsendung Missing Reward gezeigt wurde. Ein Filmteam stellte den Tag nach, an dem Page verschwand, und drehte Szenen im Griffin Park von Canton Township, im Cracker Barrel Party Store und entlang der Interstate 96. Schon bald war Pages Gesicht den Menschen in den ganzen Vereinigten Staaten bekannt. Doch ihr Schicksal blieb ein Rätsel. Obwohl Pages Angehörige weiterhin alles in ihrer Macht Stehende taten, um den Fall am Leben zu erhalten, war es im November klar, dass die Ermittlungen ins Stocken geraten waren. Da die Eröffnung der Wildsaison bedeutete, dass mehr als 700.000 Jäger durch die Wälder Michigans streifen würden, baten Behörden sie, nach allem Verdächtigen Ausschau zu halten, das mit dem Verschwinden von Page zu tun haben könnte. Es war ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie nicht mehr damit rechneten, Page lebend zu finden. Der Fall geriet kurz vor dem Jahrestag des Verschwindens erneut in die Schlagzeilen und Page's Familie hielt eine Pressekonferenz ab, um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, dass sie immer noch nach Page suchten. In den vergangenen 12 Monaten war eine 20-köpfige Taskforce mehr als 700 Hinweisen nachgegangen, konnten aber keine Fortschritte bei der Klärung des Falls erzielen, was mit Page geschehen war. Ein Sprecher des Livingston County Sheriff's Department teilte Reportern mit, dass man den Fall immer noch als Entführung betrachte, aber es keine neuen Ermittlungsansätze gab. Ardis gab den Reportern gegenüber zu, dass es das längste Jahr ihres Lebens gewesen sei. Obwohl der Schmerz über das Fehlen von Page noch so frisch war, als wäre es gerade erst passiert. Steve merkte an, dass der Tod eines geliebten Menschen schon dramatisch sei, aber das Verschwinden eines Menschen sei noch schlimmer. Man kann sich nicht erholen, weil man nicht weiß, wovon man sich erholen soll. Pages Vater gab zu, dass er nicht mehr optimistisch war. Als pensionierter Polizeibeamter wusste er, dass der Fall wahrscheinlich kein glückliches Ende nehmen würde. Und sagte einem Reporter, er glaube, dass seine Tochter in einer verlassenen alten Scheune, in einem flachen Grab oder unter dem Eis sei. Er wünschte sich jede Art von Fortschritt und bemerkte, dass selbst eine Lösegeldforderung besser wäre als nichts. Obwohl die Ermittler den wenigen Hinweisen, die sie erhielten, weiter nachgingen, wurde in dem Fall fast ein Jahrzehnt lang kaum Fortschritte erzielt. Im Mai 1999 wurde eine Taskforce mit dem Namen New Hope gegründet, die sich mit den wichtigsten ungeklärten Fällen in Livingston County befassen sollte. Und Page Verschwinden stand ganz oben auf der Liste. Fast sofort erhielt die Taskforce mehrere neue Hinweise zu dem Fall. Obwohl sie sich weigerte, konkrete Einzelheiten zu nennen, erklärten die Ermittler, dass diese neuen Informationen darauf hindeuteten, dass Page ermordet worden war. Einer der größten Hindernisse für die Ermittler war das völlige Fehlen von Beweisen. Sie glaubten, dass sie den Fall nur mit Hilfe der Öffentlichkeit lösen können. Sie waren sich sicher, dass es Menschen gab, die genau wussten, was mit Page geschehen war, und riefen landesweit dazu auf, sich mit der Taskforce in Verbindung zu setzen, wenn sie Informationen haben. In der Hoffnung, den Fall endlich abschließen zu können, begann das Cold Case Team mit der mühsamen Aufgabe, jeden der fast 1000 Hinweise, die im Laufe der Jahre eingegangen waren, erneut zu untersuchen, um nach allem zu suchen, was bei den ersten Ermittlungen übersehen worden sein konnte. Im Mai 2001 gaben sie bekannt, dass sie einen Verdächtigen in dem Fall haben, aber sie gaben keine weiteren Informationen über die Person bekannt, außer dass er sich derzeit wegen einer anderen Anklage im Gefängnis befindet. Im Juni 2001 teilten die Ermittler mit, dass der Mann immer noch als Verdächtiger gelte, sie aber nicht über genügend Informationen verfügen, um eine Verhaftung vorzunehmen. Außerdem gaben sie an, dass eine zweite Person in Page Verschwinden verwickelt sei, die sich vermutlich in der Gegend von Detroit aufhält. Die gesammelten Informationen deuteten darauf hin, dass es sich bei der Entführung und dem mutmaßlichen Mord an Page um eine zufällige Tat handelte, und sie veröffentlichten Phantombilder der beiden mutmaßlichen beteiligten Männer. Obwohl die Ermittler zuversichtlich zu sein schienen, den Fall zu lösen, gaben sie 2003 zu,
dass sie immer noch nicht wussten, was mit Paige geschehen war. Und der Fall wurde wieder einmal kalt. In den folgenden Jahren baten sie die Öffentlichkeit weiterhin sporadisch um Informationen, hatten aber immer noch nicht genug Beweise, um Verdächtige zu benennen. Im Jahr 2009 gaben die Ermittler bekannt, dass sie nun davon ausgingen, dass Paige zuletzt gegen 16.10 Uhr am Straßenrand der Interstate 96 gesehen wurde und nicht erst gegen 15.30 Uhr, wie sie zuvor zugegeben haben. Sie teilten Reportern mit, dass sie eine Liste mit 6 möglichen Verdächtigen hätten, von denen einer 1999 in Detroit ermordet worden sei. Sie gaben seinen Namen nicht bekannt, wiesen aber darauf hin, dass er einst einen burgunderroten Minivan besaß, der dem ähnelte, den Zeugen am Tag des Verschwindens von Paige gesehen haben wollen. Die Ermittler erklärten auch, dass sie einen anonymen Brief erhalten hatten, der eine sehr detaillierte Karte enthielt, aus der hervorging, dass Paige Leiche in der Gegend der Sober Road in der Gemeinde Conway vergraben war. Der Fundort befand sich in einem 100-Morgen-Gebiet, das sowohl bewaldete Gebiete als auch Sümpfe umfasste. Und die Ermittler wiesen darauf hin, dass sie eine spezielle Ausrüstung benötigen würden, um das Suchgebiet einzugrenzen. Im Februar 2011 gaben die Ermittler dann bekannt, dass sie Hinweisen nachgingen, die darauf hindeuteten, dass Paige Leiche auf einem von 3 Grundstücken in Livingston County begraben sein könnte. Und sie planten den Einsatz von Sonargeräten, um festzustellen, wo sie zuerst graben sollten. Im Mai 2011 begannen die Ermittler mit dem Einsatz von Bodenradar an einer der Stellen, an denen sie Paige vergraben glaubten. Obwohl die Suche ergebnislos verlief, ließen sich die Ermittler nicht entmutigen. In den folgenden Monaten untersuchten sie weiterhin mögliche Grabstätten, fest entschlossen, Paige zu finden. Durch den Einsatz von Leichenspürhunden glaubten sie im November 2011 einen möglichen Ort in Fowlerville gefunden zu haben. Sie waren so zuversichtlich, dass sie einen Durchsuchungsbefehl für diesen Bereich erwirkten. Die Ermittler begannen am 18. November 2011 mit den Ausgrabungen. Ihr Optimismus war ansteckend und Angehörige von Paige waren voller Hoffnung, dass sie endlich erfahren würden, was mit ihrer Geliebten Paige geschehen war. Alle waren schockiert, als die Ausgrabungen absolut nichts ergaben. Artis brachte die allgemeine Stimmung aller Beteiligten auf den Punkt, als er einem Reporter sagte: Fassungslosigkeit ist das Wort, das am meisten zutrifft. Ich kenne die Ermittler. Ich fühle mit ihnen genauso mit wie mit uns. Dennoch räumte sie ein, dass sie glaube, dass Paige in Frieden lebe und das gebe ihr etwas Trost. Obwohl die Ermittler immer noch entschlossen waren, Paige zu finden, dauerte es nicht lange, bis der Fall wieder kalt wurde. Die Ermittler waren nie in der Lage, offiziell einen Verdächtigen in Bezug auf Paige Verschwinden zu benennen und es wurde nie Anklage erhoben. Sie sind sich zwar sicher, dass Paige entführt und getötet wurde, warten aber immer noch darauf, dass sich jemand meldet, der ihnen Informationen liefert, die sie brauchen, um diesen Fall endlich abzuschließen. Ardis, die sich nach dem Verschwinden ihrer Tochter vehement für die Vermissten einsetzte, starb 2017, ohne jemand zu erfahren, was mit Paige geschehen war. Ihre Schwestern und andere Familienmitglieder sind immer noch aktiv auf der Suche nach Antworten. Das war der Fall von Paige Winkowski. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.